Hallo und schönen Nachmittag. Es war gerade so eine meditative Musik. Es ist auch grundsätzlich ganz wichtig, glaube ich, jetzt in diesem sehr auch schön und gut gefüllten Raum, sich auch mit einer gewissen Ruhe und Konzentration diesen großen Fragen, die ich jetzt mal ein bisschen lapidar, haben wir es auch betitelt heute mit Monster, viel davon, was wir rund um künstliche Intelligenz hören, wird dann auch auf so einen entfernten Diskurs, auf irgendeine ferne Zukunft, auf irgendwelche Fantasie- und Science-Fiction-Szenarien beschrieben. Aber vielleicht sind es halt doch auch Monopole. Wir hatten gerade Nick Czernicek zu seinem auch wirklichen Fokus in Bezug auf ökonomische Fragen, die Plattform grundsätzlich Technologien betreffend, aber insbesondere auch die aktuellen Entwicklungen rund um die künstliche Intelligenz und generative künstliche Intelligenz insbesondere. Und grundsätzlich wollen wir Machtfragen beleuchten. Wir wollen befragen heute im Rahmen dieser Diskussion, für die wir uns, ich stelle gleich die wunderbaren Gäste vor, rund eine Stunde gemeinsam hier am Podium Zeit nehmen wollen, dann natürlich auch für die weiteren 30 Minuten für die Fragen im Publikum offen sind. Wir wollen uns den Machtfragen stellen. Es geht um die Anwendung, aber auch tatsächlich auch missbräuchlichen Nutzungen, die auch problematischen Anwendungen von Technologien, wenn es um unser Zusammenleben geht im Großen und Ganzen. Da kann es mal auch den Alltag betreffen. Wir hatten heute auch schon Themen wie Bildung beispielsweise. Aber es geht insbesondere, und jetzt möchte ich auch mit der Vorstellungsrunde schon beginnen, auch auf die Anwendung von technologiegestützten Aspekten, wenn es darum geht, Demokratie in Bezug auf Mediennutzung zu beeinflussen, vielleicht auch zu manipulieren. Es geht um die digitalen Medien und da haben wir eine besondere Expertin gewinnen dürfen und direkt aus London uns hier zugeschaltet, ist die renommierte Extremismusforscherin Julia Ebner. Erst einmal einen Applaus an dich und ein Hallo. Hallo, hallo. Freut mich sehr dabei zu sein, auch wenn ich nur virtuell dabei bin. Wir haben dich noch gar nicht gehört vor lauter riesigen, tosenden Saalapplaus. Ja, es freut mich sehr, auch virtuell dabei zu sein. Also auch wenn ich es nicht persönlich geschafft habe diesmal, aber zumindest so zugeschaltet. Vielen Dank. Und draußen liegen auf jeden Fall auch deine beiden Bücher, sehr wesentlich, eben auch als eines der Wissenschaftsbücher des Jahres ausgezeichnet. Dein Buch rund um die Radikalisierungsmaschinen, also dort, wo Technologie insbesondere auch mal über die Nischen Radikalisierungstendenzen aufgreift, verstärkt. Du wirst darüber auch, glaube ich, uns gleich mehr erzählen. Und ganz aktuell und besonders in diesem Jahr, das eben manchmal als Superwahljahr, aber ob super im Sinne von super gut oder vielleicht auch wirklich extrem extremistisch und dadurch auch demokratiefeindlich möglicherweise wird, ist dein aktuelles Buch eben absolut am Punkt. Du hast deine Recherchen rund um Massenradikalisierung, also dort, wo es von den Rändern in die Mitte geht, ausgeweitet. Und wir freuen uns da gleich dann auch mehr aus deiner Arbeit zu erfahren. Neben dir virtuell, aber jetzt hier physisch in Graz, sitzt Tabea Glindemann. Tabea, du hast einen sehr schönen Jobtitel, Intelligence Architect. Ist einmal gegen beides wenig einzuwenden, denke ich. Intelligenz ist sexy und Architektur auch oder so ähnlich. Aber auf jeden Fall hast du vor allem doch auch einen Zugang, der, wenn es um die Fragen geht, Technologie in einer Art und Weise auch nutzbar zu machen für Fragen des menschlichen Miteinanders, auch des Gemeinwohls, eine Art von auch politischem Blick auf technologische Anwendungen, die jetzt mal nicht per se in einer Schwarz-Weiß-Malerei sich quasi erstickt, sondern doch auch in Richtung, du wirst dazu auch heute auf jeden Fall uns mehr erzählen, einerseits den politischen Fragen, wenn es darum geht, EU AI Act, also Regulierungsthemen, auch Anwendungen, die eigentlich im Sinne von Sovereignty uns als Individuen, uns auch als Gesellschaft befähigen können in Wirklichkeit. Und du bist eben auch Mitglied des feministischen Hackspace Heart of Code in Berlin, bringst also auch tatsächlich diese Aneignungselemente, also auch wirklich dort, wo das eine ja tatsächlich auch empowernde, in Technologie sein kann, heute denke ich auf jeden Fall als Perspektive mit hinein in die Diskussion. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Dankeschön. Und neben mir sitzt, ich glaube die Süddeutsche war es, oder? Deutschlands präzisester KI-Kritiker. Tante. Ich wollte nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. Ja, nein, genau. Oder im Internet. Jürgen Geuter, manche von euch vielleicht auch schon bekannt, wir hatten dich schon mal in der Situation, in der Julia jetzt ist, digital zugeschaltet vor 2 Jahren, als gerade ein anderer Hype, eine andere Hypewelle über die Gesellschaft in Bezug auf Technologiefragen gerollt ist. Das war das Thema
ja, kann man es überhaupt noch erwähnen, Cryptocurrencies, Bitcoin und Co. Also das war damals auch schon dein sehr beeindruckender Beitrag. Und wir haben jetzt sehr genau auch hingehört, wenn du darüber sprichst, dass beispielsweise einerseits sehr oft auch diese Themen sehr wahllos durcheinander geschmissen werden. Es wird sehr viel von KI als ganz großer Sache. Dann ist aber eigentlich diese generative KI quasi die Habsburgisierung, also das ewige Wiederholen des Gleichen. Du hast da auch viel rund um dieses Wahrscheinlichkeitsmodell und darum auch, was eigentlich das menschlich bedeutet, wenn wir in Wirklichkeit auf solchen Wiederholungen oder auf solchen Art Zauberformeln irgendwie uns gegenseitig fast schon programmieren. Dazu und vielen anderen Fragen sicher gleich nochmal mehr. Was ich unbedingt unterstreichen möchte, ist, du sagst ja auch von dir selber, du bist als einerseits Technik, also auch in der Anwendung, aber eben auch als Philosoph, explizit zwar nicht mehr mit der Wissenschaft verbunden, hast aber auf jeden Fall einen sehr breiten Horizont auf diese Fragen und schreibst sehr viel dazu, redest auch gerne, aber eben noch lieber schreibst und das hast du auch gemacht. Es gibt einen wunderbaren, sehr guten Beitrag von Jürgen Geuter auch in unserem Elevate-Magazin, das ich an der Stelle nochmal hervorheben möchte, wo wir eben einige Aspekte des Diskursprogramms, unter anderem eben auch deinen Beitrag nochmal vertieft in einem Essay bekommen haben. Dankeschön dazu auch jetzt schon. So, enough for the technicalities. I did miss one important part. There is a simultaneous translation for people not able to speak German. So, yeah, headphones, grab your headphones. Another technical or eine andere auch inhaltliche Ankündigung und unterstrichen und der Dank auch hier an der Stelle, dass dieses ganze Panel auch Part des New Perspectives Programmes von der Europäischen Kommission gefördert, wo wir eben New Perspective for Action als ein Reimagine Europe Panel hier auch herausheben können. Es ist auch Radio Helsinki wieder mit zu begrüßen. Hallo die Leute auch im Livestream und last not least Radio Fabrik Salzburg. So, da bin ich immer ein bisschen schlecht, diese Sachen bringe ich zu spät. Na gut, aber jetzt mal, liebe Julia, deine Arbeit, ich denke, einige Menschen hier in diesem Podium, in diesem Publikum sind auch bekannt mit deiner Arbeit, aber ich denke, es ist auf jeden Fall wert, nochmal genauer hinzuhören, auch was du uns dazu berichten hast. Deine Erfahrungen, wenn es darum geht, wo sind auch demokratiefeindliche Akteurinnen, die sehr bewusst Technologie, auch das, was sie vielleicht auch an Defiziten in der Gesellschaft wahrnehmen, eben über genau die Angebote, die sie medial bekommen, dort einsetzen, wo es tatsächlich dann darum geht, dass die Demokratie auch unterwandert werden kann. Du hast sehr, sehr viele Fallbeispiele auch in deinem aktuellen Buch Massenradikalisierung aufgearbeitet. Und ich möchte dich nur mit diesem Gedanken von Hedwig Richter nochmal in deine Frage hinein begleiten. Hedwig Richter, die Politikwissenschaftlerin, hat in Bezug auf die aktuellen Demonstrationen, die zum Glück auch entstanden sind aufgrund der Recherchen von Korrektiv über die Entwicklungen der rechtsradikalen, rechtsextremistischen Partei und auch ihrer Vernetzungen in Deutschland, den Satz gesagt, Demokratie braucht Disziplin, mehr Disziplin wagen. Und ich habe tatsächlich öfter den Eindruck, wenn ich dorthin schaue, wo rechtsradikale Rechtsextremistinnen Netze nutzen, dann ist da sehr viel Disziplin, die ich eigentlich oft woanders nicht sehe. Das ist so ein Gedanke, den ich dir auf jeden Fall gern nochmal mitgeben möchte, wie du dazu stehst, dass du dir darüber denkst, aber vor allem, ja, wir freuen uns von deinen Erfahrungen zu hören. Ja, soll ich, kann man mich gut hören und sehen? Ich würde sagen, ja, ja, oder? Ja, super. Ja, total spannend. Dann beginne ich gleich mal mit der Einstiegsfrage und mit dem Thema der Disziplin. Es ist tatsächlich was, wo man einen sehr hohen Grad an Disziplin sieht in vielen der rechtsextremen Netzwerke, die ich beobachtet habe. Also zum Beispiel die Trollarmeen, die ich beobachtet habe, sowohl von innen als auch von außen. Reconquista Germanica war so eine der größten vor einigen Jahren mit über 10.000 Mitgliedern. Die hatten ganz hochgradige Disziplin in dieser Gruppe und waren fast aufgebaut wie ein Militär. Und natürlich gibt es eine gewisse Nähe zu diesen militärsartigen Strukturen, zu diesem Fokus auf Sicherheit und Disziplin, gerade in der rechtsradikalen bis rechtsextremen Szene. Und also Reconquista Germanica war hier echt ein gutes Beispiel, weil die haben sehr diszipliniert alle als Vollarmee eine große Kampagne durchgeführt, zum Beispiel vor den Bundestagswahlen in Deutschland, um den Diskurs zu manipulieren, beziehungsweise den Diskurs in eine bestimmte Richtung, nämlich Richtung AfD oder zugunsten der AfD zu lenken. Und da hilft natürlich Disziplin enorm viel, weil man gerade bei einer Trollarmee
je disziplinierter diese Trolle, die da mitmachen, sind, umso effektiver ist die Kampagne. Deswegen ist hier das Thema Disziplin ein recht wichtiges. Ich denke... Ja, genau, nein. Soll ich weitermachen? Ja, unbedingt, ja. Ja. Was in meiner Forschung jetzt in den letzten Jahren schon immer mehr aufgefallen ist, ist, dass Rechtsextremisten oder generell gewaltvolle und auch nicht gewaltvolle Extremisten ja immer in einer weniger mächtigen, also wenn man sich die Machtstrukturen anschaut, versuchen sie ja an die Macht zu kommen und müssen sich deswegen ähnlich wie man es im Businessbereich sieht, müssen sich dann ähnlich wie Startups als Early Adopters von neuen Technologien selbst inszenieren oder selbst diese Position einnehmen, dass sie immer ganz neu... Oh je. Aha, okay. Wir nutzen diese Zeit des technischen Labs. Also grundsätzlich, ich würde an der Stelle nochmal unterstreichen, wer die Arbeit noch nicht kennt von Julia Ebner, sie ist ja in ihrer Forschung im Institute for Strategic Dialogue and Social Cohesion, also es geht bei ihr auch genau dorthin zu schauen, wo auch sozialer Zusammenhalt einerseits gefährdet, andererseits gefördert werden kann. Und sie hat sich tatsächlich, das wissen wahrscheinlich viele von euch und Ihnen hier Anwesenden, ja auch selber in extremistische Netzwerke eingehackt, verschiedenste Art rechtsextremistische, sie hat es aber gerade auch erwähnt, viele andere gewaltbereite extremistische Netzwerke, unter anderem eben auch in Incel-Communities, also sehr viel frauenfeindliche Gruppierungen, die im Netz dann aber über ganz andere Themen dann plötzlich auch politisiert werden. Sie hat sich aber auch in islamistische Gruppierungen eingehackt. Und jetzt, glaube ich, bist du wieder da, Julia. Ich habe kurz ein bisschen noch deinen Bio vorgestellt, damit du... Ja. Okay, alles klar. Es tut mir leid, es war irgendwie gerade die Verbindung. Ich hoffe, das bleibt stabil, ansonsten muss ich irgendwie eine andere Lösung finden. Kann man mich jetzt gut hören? Ja, alles wieder perfekt, danke. Okay, super. Ja, auf jeden Fall sind Extremisten aller Art meistens Early Adopters bei neuen Technologien und das können wir mittlerweile auch bei KI-Technologien schon beobachten, dass sie sowohl bildbasierte KI als auch textbasierte KI schon teilweise für ihre Zwecke nutzen und auf jeden Fall darüber sprechen, wie sie in der Zukunft verwenden können. Also zum Beispiel gibt es ja natürlich schon einige, einige Beispiele, die wir sehen können in der Verwendung von Deepfakes, also hier zum Beispiel zur Verfälschung von dem, was Politiker oder öffentliche Personen gesagt haben, um Verschwörungsmythen zu verbreiten. Da gibt es natürlich relativ viele Beispiele auch schon, die bis in die Öffentlichkeit gelangt sind über große Plattformen wie jetzt X, die leider übrigens viel langsamer sind, als wir es schon erlebt hatten bei Twitter, wo viele der Fortschritte jetzt wieder rückgängig gemacht wurden, die jetzt unter Elon Musk, die wir davor schon seit Jahren versucht haben zu forcieren. Aber also gerade die Verbreitung von Deepfakes ist ja ein großes Problem, weil es natürlich verwendet werden kann, um Menschen Dinge in den Mund zu legen, die sie nie gesagt haben. Und gerade bei politischen Gegnern ist das besonders interessant für Extremisten, das anzuwenden, um zum Beispiel ein Präsidentschaftsvideo oder so im US-Wahlkampf zu verfälschen oder um auch zum Beispiel Bilder jetzt zu verbreiten, gerade jetzt auch aktuell mit den Demonstrationen gegen die AfD in Deutschland und auch in Österreich hatten wir Demonstrationen gegen die FPÖ. Auch da gab es einiges an Falschmeldungen, wo man auch sehen konnte, dass es auch umgekehrt jetzt verwendet wird, wo die neurechte Szene behauptet, ach, die Bilder seien ja alle KI manipuliert und werden und versuchen auch so das Vertrauen zu untergraben in die etablierte Medienlandschaft, indem sie das Argument von KI verwenden. Also sie verwenden einerseits tatsächlich die KI-Technologien, aber sie verwenden auch die größere Diskussion rund um KI, um eben Misstrauen in Medien und Wissenschaft und die Politik zu verbreiten. Und andererseits gibt es natürlich auch schon teilweise eine Verwendung von textbasierten KI-Tools, also gerade natürlich ChatGPT, wo wir aber auch beim Institute for Strategic Dialogue, bei dem ich arbeite, jetzt gerade dabei sind, uns zu überlegen, was für Szenarien es geben könnte in der Zukunft, wie ChatGPT und ähnliche Large Language Models, LLMs, ausgenutzt werden könnten von Extremisten und sogar Terroristen, um zum Beispiel Radikalisierungskampagnen auf einer viel größer angelegten Ebene zu fahren oder auch um Desinformation zu verbreiten und natürlich sogar um Terroranschläge zu planen.
Also bei der Verbreitung von Falschmeldungen kann es einen riesigen Amplifikatoreffekt haben, dass man sagt, man hat Social Bots, die verbreiten automatisch auf individuelle Nutzer angepasste Propaganda-Inhalte zum Beispiel und angepasste Desinformation. Also eine Mischung eigentlich aus Micro-Targeting, das gibt es ja schon im Marketing und wird auch schon für politische Zwecke missbraucht. Und eine Mischung aus Micro-Targeting und andererseits Desinformation. Also ich denke, so eine sehr hochgradig individualisierte Form von Desinformation kann enorm schädlich sein und kann natürlich das eigene Weltbild dieser Person, die hier gezielt in diesen Propagandakampagnen befeuert werden mit Desinformation, kann das enorm verändern und kann auch bis zur Radikalisierung führen. Und ja, das andere Element, weil ich auch gesagt habe, sie können sogar zur Planung von terroristischen Anschlägen verwendet werden. Wenn man sich überlegt, ChatGPT hat noch sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen und die haben natürlich sehr viel in Betracht gezogen, was sind so Fragen, die man nicht stellen darf, wo man automatisch die Antwort bekommt von ChatGPT. Nein, das ist eine Frage, die, ich weiß nicht, was genau das, ob die Englisch die Linie ist, die sie da haben, aber so in Richtung, das beantwortet ChatGPT nicht. Ich habe das selbst schon getestet in so einer Art Experiment mit so Fragen, die eventuell gewaltbereite Extremisten stellen könnten. Und natürlich kann man die Frage, auf die Frage zum Beispiel, wie erstellt man eine Bombe, wie baue ich am besten eine Bombe, da bekommt man keine Antwort. Aber wenn man fragt in akademisch eloquenterer Sprache, was sind die chemikalischen Komponenten, die man braucht, um etwas explosiv zu machen, dann bekommt man schon eine Antwort. Aber natürlich ist das was man auch schon auf Google herausfinden kann. Es ist nur eine etwas schnellere und teilweise auch sehr komprimierte Form von Informationen, die man hier erhält. Es gibt auch teilweise Besorgnis rund um zum Beispiel Informationen zu demokratischen Institutionen, die ja auch in der Vergangenheit schon angegriffen wurden, wenn man sowohl an den Reichstag in Deutschland, an den versuchten Sturm auf den Reichstag denkt und natürlich an die Capital Riots vom 6. Januar 2021. Wenn man Fragen stellt, wie zum Beispiel, wie sieht das Kapitol von innen aus oder wie sieht der Reichstag von innen aus, dann bekommt man hier auch sehr genaue, Beschreibungen und auch sowas kann theoretisch für Terroranschläge natürlich verwendet werden oder auch für Angriffe oder Demonstrationen. Vielen Dank, liebe Julia. Und gerade auch auf diesen Aspekt, den du gerade jetzt am Schluss beschrieben hast, wenn es darum geht, dass beispielsweise ja wirklich sogenannte normale Bürgerinnen und Bürger dann Reichstag oder eben Capitol in den USA gestürmt haben, dass also dort also auch die Massen radikalisiert wurden. Darauf würde ich dann in einer weiteren Runde gerne nochmal zurückkommen. Ich würde jetzt gerne bei dir dort anschließen, Jürgen, wo es darum geht, dass auch dieser Aspekt dieser Desinformation, wenn die Radikalisierung über die Netzwerke technologisch vielleicht auch wirklich eine Brandbeschleunigung erfährt, weil ich schon von dir auch mitbekommen habe, dass du darauf ja auch nochmal mit der Perspektive, wo hat hier öffentliche Hand, welche Rolle spielt hier digitale Medien, welche Form auch tatsächlich gibt es hier, die vielleicht auch übersehen wird, wenn quasi der Mensch als so quasi leicht beeinflussbare Ware wahrgenommen wird. Wie siehst du diese Zusammenhänge auch Demokratie gefährdend, des Einsatz durch Technologie oder wo sind es vielleicht übersehene Problemfelder, die wir da gerade auch noch nicht so im Blick haben? Wie ja gerade schon perfekt illustriert wurde, man sieht halt diese Mechanismen vor allem in der Rechten. Die benutzen das sehr, sehr aggressiv und sehr, sehr affirmativ. A, natürlich genau wie beschrieben, um auch eine gewisse Kompetenz darzustellen, um so hier, wir haben das alles im Griff darzustellen. Auch als Antwort auf ein wahrgenommenes Versagen der Institutionen. Also wir haben halt diese neuen Technologien im Griff. Guck mal, der Staat kriegt nichts voneinander. Deshalb funktioniert ja alles nicht, wenn wir erstmal dran sind. Wir haben jetzt die Technologien schon im Griff. Das ist sicherlich ein Aspekt. Und natürlich auch, weil die Zielgruppe dort mit den Schwächen dieser Systeme, also das, was dann gerne anthropomorphisierte Halluzination genannt wird, also diese Systeme erzeugen halt Bullshit, das ist halt für die Rechte egal, weil es ja eh nicht um Wahrheit geht. Es geht ja nicht darum. Donald Trump versucht ja nicht Wahrheit zu verbreiten, er versucht halt Agitation zu betreiben und irgendwie emotionale Ansprache zu erzeugen, damit er Stimmen bekommt. Und ich glaube, die Herausforderung der
gerade auch der demokratischen Institutionen, ich spreche ja dann mal sehr mit dem deutschen Blick, ich kann jetzt über die österreichischen Institutionen nicht sagen, weil ich mich hier einfach nicht auskenne, aber man sieht da halt auch sehr stark, wie in dem auch dann öffentliche Institutionen immer mehr versuchen, diese Tools zu adaptieren, ohne vielleicht manchmal darüber nachzudenken, welche Seiteneffekte das eben für Vertrauenswürdigkeit hat. Also wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk sagt, wir können ja jetzt auch Journalismus damit machen und irgendwie vielleicht Texte erzeugen, gräbt man sich natürlich so die letzten Vertrauensanker weg, wenn man halt eigentlich argumentiert, bei uns gibt es eben verlässliche Berichterstattung von Menschen, die dafür auch einstehen, wo ich weiß, die und diese Person hat es recherchiert, steht dafür, steht für diesen Artikel. Und jetzt sieht man immer wieder, jetzt zum Glück noch nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber schon auch halbwegs vertrauenswürdige Medien in Deutschland, also jetzt nicht Springer Verlag, sondern auch außerhalb der Gosse, versuchen halt irgendwelche Medienhäuser so, erfinden quasi ReporterInnen, die angeblich Dinge schreiben, wo halt Artikel einer Person, die nicht existiert, zugeordnet werden. Ja. Und natürlich habe ich als man sagt ja gerne so die vierte Gewalt, als der Journalismus, der irgendwie die Demokratie auch mitstützen soll, nehme ich mir natürlich komplett die Legitimation, wenn ich anfange, diese Systeme einzusetzen, weil natürlich ich den Rechten das Spiel sehr leicht mache, weil die sagen, ja seht ihr, guck mal, die belügen euch, die behaupten, dass Leute was geschrieben haben, was sie nicht geschrieben haben, das ist alles erfunden, weil natürlich kann die Rechte das in jeder Art drehen, die Rechte kann darauf zeigen, diese Systeme lügen und sie gleichzeitig einsetzen. Für die ist das kein Problem, Wahrheit, kein Anspruch. Weil dieser Widerspruch für sie keiner ist, weil es egal ist. Mhm. Aber aus einer öffentlich-rechtlichen Medienlandschaft, auch aus öffentlich-rechtlichen Institutionen oder auch öffentliche Institutionen, wie halt Regierungsinstitutionen, für die gibt es halt einen großen Anspruch auf Erzeugung von Wahrheit, Erzeugung von vertrauenswürdigen Aussagen, die belastbar sind, bei der man auch für Fehler einstehen kann und sagen kann, okay, die sind auf diesem Wege entstanden und wir haben sichergestellt, dass sie nicht wieder entstehen. Eine große Herausforderung bei diesem dann doch häufig jetzt so sehr reaktiven Sprung auf diese Technologien. Weil heute gerade, wie gesagt, ich spreche immer über Deutschland. Deutschland hat zu Recht das Gefühl, dass man immer die letzten technischen Wellen verpennt hat. Mhm. Das Internet hat man gedacht, das setzt sich aus, das macht man nicht. Smartphones, das wird sich auch nicht durchsetzen. Und wir haben das spätestens bei diesem vor zwei Jahren Blockchain-Hype gesehen, dass man da so komplett kopflos allem hinterher rennt. Und das sehen wir auch gerade beim KI-Sektor, wo so die öffentliche Hand jetzt auch an allen möglichen Stellen irgendwie OpenAIs Zeug integrieren möchte, aus unverständlichen Gründen, entweder eben aus Austeritätsgründen, wir wollen halt keine Leute einstellen, du kriegst halt keinen Sachbearbeiter, keine Sachbearbeiterin mehr, die sich mit deinem Problem beschäftigt, Computer says no und du kriegst es halt nicht, oder eben auch aus so einer, naja, wir wollen auch zeigen, dass wir kompetent sind, wir müssen ja auch was mit KI machen, wo man sich immer die Frage stellt, ja, aber warum und was sind eben die Seiteneffekte, die ihr euch dadurch reinholt, weil natürlich dem Eindruck und dem nicht unberechtigten Eindruck des langsamen Versagens kaputtgesparter Infrastrukturen begegne ich nicht dadurch, dass ich eine kaputte Infrastruktur an den Start bringe, sondern dadurch, dass ich die Infrastruktur repariere. Du hast das ja auch mal mit Cory Doctorow's Entitification gesagt, also dass tatsächlich, also zumindest ist auch meine Interpretation drauf, wenn du auf soziale Probleme technologische Lösungen draufschmeißt, dann kriegst du eben nicht Lösungen, sondern eigentlich meistens eine Abwärtsspirale in Wirklichkeit wird in Gang gesetzt aus irgendwo ein Hinterherlaufen, irgendwo auch nicht hinterfragen, weil man will halt einfach die Fahne, wir haben hier mit aufgezeigt und waren irgendwie brav. Du hast ja auch, vielleicht wenn du das nochmal ein bisschen vertiefen kannst, auch wenn es darum geht, politische Entscheidungsträgerinnen auch diesbezüglich zu beraten. Wie sollen sie denn dann jetzt damit umgehen beispielsweise, wenn sie das Gefühl haben, sie sind so hinten nach und sie müssen doch jetzt. Was sagst du da? Du sitzt dann ja auch mal teilweise im Berliner Senat, glaube ich, unlängst auch. Und genau, manchmal auch im Bundestag. Aber also natürlich gibt es auch politische, soziale Probleme, bei denen Technologie helfen kann. Es ist ja nicht so, dass die immer alles kaputt macht. Und manchmal ist halt eine Lösung vielleicht auch mal zu einem gewissen Anteil technisch, vielleicht auch zu einem größeren Anteil technisch, aber wir sehen halt gerade so ein sehr, sehr krasses, nee, die KI wird es lösen. Also Christian Lindner sagte neulich, KI wird das Klima retten und nicht das Aufhören, Fleisch zu essen und zu fliegen. Shows what he knows. Aber am Ende ist natürlich die Frage als Regierung, wenn man konfrontiert ist mit diesem Hype, der gerade existiert. Alle, KI ist alternativlos, KI wird alles übernehmen, KI kann alles und was es jetzt noch nicht kann, kann es im nächsten Jahr oder übernächstes Jahr oder so weiter. Dann ist es natürlich sehr schwer, sich als Politik dagegen zu stellen, denn nichts ist schlimmer oder schneller der politische Tod als Verhinderer oder als Verhindererin zu gelten und man wirkt dann ja immer inkompetent. Wird mir auch gerne attestiert, wenn ich nicht immer Technik gut finde.
Die Frage, die man sich ja stellen muss, ist wirklich, was ist eigentlich das Ziel? Und wir sind dadurch, dass wir an vielen Stellen, zumindest wie gesagt im bundesrepublikanischen Diskurs, gar nicht mehr über Inhalte reden, sondern eben über diese Chimären wie, wir müssen jetzt KI überall einsetzen und nicht, wir haben hier ein konkretes Problem, was wir lösen wollen, sondern wir wollen jetzt KI einsetzen, sind wir natürlich auch nicht mehr handlungsfähig geworden, um wirklich Dinge zu produzieren, bei denen die Leute am Ende auch sagen, ja, das war jetzt eine gute Sache, das hat sich ja gelohnt, das ist jetzt, das ist ein Plan, den ich verstehe, oder das ist eine, ich verstehe, warum er da jetzt Zeit und Geld und so weiter drauf wirft, sondern die Leute haben schon auch nicht zu Unrecht den Eindruck, dass da jetzt einfach nur auch irgendwie das Fähnchen nach diesem KI-Dingsi gerichtet wird. Und man macht das jetzt auch, obwohl alle wissen, dass das auch nicht zu nichts führt. Also Deutschland braucht sich jetzt nicht hinstellen. Wir haben gerade in der Keynote vorne gesehen, am Ende sind es halt 2/3 des Marktes wird von 3 amerikanischen Unternehmen kontrolliert. Die europäische Hoffnung Mistral ist jetzt durch Microsoft mit übernommen worden. Es gibt in Deutschland auch dieses sehr halbgare Aleph-Alpha-Ding, was auch sein Heil darin sucht, sich an die Verwaltung zu verkaufen, weil sie halt kein Geschäftsmodell gefunden haben, wie die Öffentlichkeit das will. Und es gehört halt jetzt keinem der 3 Tech-Mogul, aber es gehört halt weitgehend Herrn Schwarz, dem gehören halt Lidl und Kaufland und so weiter, ist einer dieser geheimen Milliardäre in Deutschland. Das ist halt auch alles eine Verschiebung von eigentlich politischen und sozialen Fragen an so große, teils unsichtbare private Institutionen, die dann mit ihren Plänen irgendwelche Dinge tun. Es ist halt so ein, der leider im letzten Jahr verstorbene David Golombia nannte das immer so, diesen Computationalism. Also man denkt halt, dass alle Probleme, die wir haben, eigentlich Gleichungen sind, die man lösen muss. Wir müssen, und deshalb funktioniert ja auch KI in diesem Diskurs so schön. Wir haben halt Klimakrise als Problem. Das ist ja eine Gleichung, die muss jemand lösen und eine KI kann gut Sachen lösen, also löst die uns das Problem. Anstelle zu raffen, nein, da geht es um Machtfragen, da geht es darum, welche Werte man verfolgt und wahrscheinlich hier auf dem Panel hätten wir nicht mal identische Werte. Wir könnten uns wahrscheinlich einigen auf irgendwas, aber ob wir identisch aufgestellt sind, wage ich zu bezweifeln. Aber diese Reibung, die in einem zum demokratischen Prozess gehört, ja, die ist ineffizient, aber die ist der Punkt. Weil diese Reibung von Werten und von Ansichten gegeneinander ist, was Demokratie ausmacht, das wird halt jetzt behauptet, man könne das eben über so eine technische Ebene wegoptimieren, weil man alles in so eine einfach lösbare Gleichung hinmacht. Aber es gibt halt für Politik keine richtigen Lösungen. Es gibt die Lösung, auf die sich die meisten einigen können, aber die ist weder richtig noch falsch. Die ist einfach nur irgendwie, hat irgendwie eine Form von, vielleicht nicht Konsens, aber zumindest Mehrheit gefunden. Das finde ich interessant und das ist auch eine Überleitung, wo ich gerne dich, Tabea, jetzt auch nochmal reinholen möchte in das Gespräch. Du sagst ja auch, dass in deiner Arbeit das Ziel ist und du hast gerade auch ja Ziele. Man muss sich auch Ziele vor Augen halten. Warum macht man was? Also bei dir geht es da ja auch um nachhaltigere, effektivere Ansätze, auch der Verwendung der Technologien und insbesondere dann ja auch, du hast auch das gerade erwähnt, Jürgen, wenn es um Demokratie geht, dann sind das Reibungen, dann sind das Prozesse. Und einer dieser Prozesse, der ja eigentlich darauf ausgerichtet war, mit dem Ziel, AI tatsächlich in unserem politischen gemeinsamen Raum, also konkret der EU, gewissermaßen etwas näher an, ich sage jetzt mal, Safe for, was auch immer, Work, Democracy, unser Zusammenleben zu machen, also den EU AI Act. Was sind so deine Perspektiven auch drauf, wenn es darum geht? Jetzt gibt es eben diese eine Seite, Hype und schnell mitmachen, aber wo würdest du sagen, ja, unbedingt mitmachen oder wo wird auch aus deiner Perspektive was übersehen? Ich finde das super interessant, auch gerade mit dem, was du gesagt hast. Also der erste Entwurf vom AI Act kam ja, glaube ich, von der Europäischen Kommission 2020. Da gab es ChatGPT noch nicht und diese ganzen generativen Modelle und Foundation Models wurden dann ja auch erst im Vorschlag vom Europäischen Parlament aufgenommen. Und ich glaube, das ist auch zynischerweise, muss man sagen, eine der wenigen Sachen, die dann auch von der Parlamentsposition noch mit drin geblieben sind in den Trilogverhandlungen. Das heißt, wir sehen da diese sehr, sehr schnelle Entwicklung des Felds. Es kommt immer mehr, was du auch gesagt hast, wir wollen schon vorher alles wissen und auch das, was dann die KI in 3 Jahren kann, schon mal abdecken. Und wie gut es jetzt funktioniert, ist eben die Frage. Also an sich finde ich Regulierung erstmal gut. Was der AI-Act zum Beispiel macht, ist, für eine Liste von Hochrisiko-KI-Systemen gibt eine Liste mit, das sind KI-Governance-Sachen, das müsst ihr irgendwie dokumentieren, das solltet ihr erklären können, wenn ihr so eine Systeme benutzt. Und
die halte ich für sehr, sehr sinnvoll und ich fände es eigentlich auch schon gut, wenn Unternehmen, die so mit KI arbeiten, das auch vorher schon gemacht hätten. Verstehe ich nicht wirklich, wenn, wenn das jetzt durch den AI-Act das erste Mal ist, dass sich Entscheiderinnen und CEOs und Unternehmen, die mit KI arbeiten, zum ersten Mal damit auseinandersetzen. Was hat das eigentlich für Implikationen? Was kommt da rein? Was kommt da raus? Wem nutzt das Ganze hier? Wie teuer ist das? Was hat das vielleicht auch für einen Impact auf Umwelt, auf die UserInnen, die damit dann am Ende interagieren? Was ich aber auch sehr, sehr spannend finde, auch in diesem Rahmen, es sind halt Aushandlungsprozesse und in einem autoritären Regime könnte man wahrscheinlich einfach relativ gut sagen, wir verbieten jetzt KI, aber das geht eben in der Demokratie nicht. Und ich fand es auch sehr spannend in Nick Cernik's Talk, dass er meinte, also gerade so LLMs gibt es nicht so richtig große Player aus China. Aber wenn es um die Generierung von Bildern geht oder so Bild zu Video, oder auch, ich glaube auch Sound, Ton. Da gibt es schon einige Sachen und das nur so am Rande. aber einen Punkt, auf den ich da noch reingehen möchte mit der Regulierung, die Definition für KI, die jetzt im AI-Act steht, die deckt auch alles und nichts ab. Wie gesagt, sind jetzt Foundation Models so ein bisschen mit reingeschustert worden in diesen Gesetzestext und wer dann am Ende dafür alles verantwortlich sein soll. Aber da steht tatsächlich auch Methoden, klassische Machine Learning Methoden wie oder Statistik so, und Bayesche Regeln. Das heißt, es gibt einfach keine klare Grenze, was ist jetzt eigentlich KI, ist es irgendwie diese Technologie und das ist ein sehr, sehr unscharfer Begriff. Was würdest du dir an Verschärfung oder auch Klarheit da mehr wünschen? Was fehlt dir insbesondere auch? Also erstmal glaube ich, dass KI ein falscher Begriff ist, weil alle sich was Unterschiedliches darunter vorstellen. Ich glaube nicht, dass es eine gute KI-Definition gibt, dementsprechend auch nicht die im AI-Act. Ich glaube, man hätte mehr auf Algorithmen zielen sollen, statt auf KI und die tatsächlichen Implikationen. Was ich sehr, sehr schlimm finde, ist, dass der militärische Sektor komplett ausgenommen ist vom AI-Act. Das heißt, der militärische. Genau, das heißt, KI-gesteuerte Drohnen, um für Verteidigung heißt es dann in der EU natürlich immer, können völlig intransparent passieren oder Staatsschutz, wie auch immer. Vielleicht ganz grundsätzlich, ich meine, dieses KI, du sagst es ja selber gerade auch, es ist einerseits, man stellt sich so viel drunter vor, ich fand es interessant, wenn vom Direktor der Ars Electronica der dann irgendwann gesagt hat, verwenden wir halt diesen Begriff, halt so wie Coca-Cola, weiß man auch, es ist kein Kokain mehr drinnen oder so irgendwer, aber dass das noch lang nicht heißt, dass das künstlich ist, noch besonders intelligent, sondern irgendwie jetzt dieser Begriff, der irgendwie halt draußen ist. Aber wenn du da gerade eben auch von sowas wie tatsächlich Regulierung, also Erfahrung damit auch sprichst, vielleicht da, ich würde dann auch die Überleitung nochmal zu Julia gerne schaffen, aber vielleicht wenn du da nochmal ein, zwei auch Erfahrungen oder was sind so deine Hürden, wenn du damit konfrontiert bist, du sagst, ja, du willst Regulierung, du siehst eigentlich, dass das mal schon nicht gut definiert ist, dann weiß man natürlich auch nicht, was man reguliert, das beginnt halt auch irgendwo dort, dann diese Ausnahmen, Militär, erlebst du in deiner auch Beratungstätigkeit beispielsweise dann doch auch so diese ja, Totschlagargumente, eben wir sind zu langsam, wir sind hinterher und jetzt machen wir uns auch noch den irgendwie Betonklotz dran und regulieren oder wie gehst du mit solchen, falls du die beobachtest, These-Situationen um? Ich würde schon sagen, dass gerade im letzten Jahr sehr, sehr viele Firmen drauf gekommen sind, hey, da passiert gerade was Neues, wir wollen das auch machen, wir wollen den Anschluss nicht verlieren. Und da würde ich auch sagen, das ist völlig legitim, sich die Zeit zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen, wirklich zu explorieren, hey, kann ich damit meine Probleme, die ich gerade habe, lösen, weil alle haben irgendwelche Probleme, Fachkräftemangel, Babyboomer gehen alle in Deutschland in Rente. Ich denke mal, in Österreich wird das ja, ähnlich sein. Neue Aufgaben, der Arbeitsmarkt transformiert sich sowieso. Und also ich glaube, es ist sehr, sehr gut, dass sich viele
Entscheiderinnen und Entscheider dann auch die, die diesen Raum nehmen, um diese Fragen zu stellen, hey, könnte das eine mögliche Lösung zu sein? Das Problem ist natürlich, wenn sie dann sagen, okay, das ist jetzt die Lösung und das setzen wir um und das muss sein und wir brauchen jetzt unbedingt einen Chatbot für alle unsere Service-Dienstleistungen und also das ist natürlich ein großes Problem und das kann auch nicht gut funktionieren. Gerade wieder mit dieser LLM-Geschichte, es sind halt Vorhersagemodelle, die das wahrscheinliche nächste Wort machen. Das ist halt also der Unterschied zwischen, wenn ich eine SMS schreibe oder, nee, heute machen ja alle nur noch WhatsApp, und da ein Wort vorgeschlagen wird. Das ist im Grunde das Gleiche, nur dass der Kontext viel, viel größer ist und das ist alles, was ich vorher geschrieben habe, mit einbezieht, in welches Wort als nächstes kommt. Jetzt habe ich schon wieder... Ja, nein, aber ich denke mir, das ist auch etwas, wo ich nämlich die Julia nochmal fragen will. Genau dieser Bereich, du hast jetzt was rausgehoben, auch nochmal diesen Dialog, dieses eben oder vermeintlich dialogische, wenn so ein Chatbot in Aktion ist. Und das ist jetzt zwar eine andere Perspektive, aber dort, wo du ja auch, Julia, hingeschaut hast, wenn Interaktion online stattfindet, die teils zwischen realen Menschen, teils möglicherweise auch schon eben Bot unterstützt, auch vielleicht auf auch menschliches Miteinander in einer Art und Weise abzielt, auch auf Schwächen, auf Verletzlichkeiten und dort dann eine Einflugschneise für das, was du eben als Massenradikalisierung beschreibst. Und vielleicht, wenn du uns dazu nochmal was mitgeben kannst, wo einerseits die technologische Seite, wo aber auch das Soziale da drinnen ist in diesen Zusammenhängen, sowohl wie es zur Massenradikalisierung kommt, aber vielleicht auch schon ein paar dieser Strategien gegen auch tatsächlich, wenn man das dann schon versteht, was könnte auch dagegen auch noch gemacht werden. Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, und das wurde ja schon am Rande so ein bisschen erwähnt, aber ich denke auch, dass Technologie also weder soziale Probleme lösen kann und ich glaube auch nicht, dass sie soziale Probleme per se generiert, sondern dass es generell Technologien immer eine Beschleunigungsrolle erfüllen und das kann sowohl bei positiven als auch bei negativen Trends der Fall sein. Also umgelegt auf, wie Extremisten neue Technologien wie jetzt KI einsetzen können, denke ich, muss man so an die Frage herangehen, dass man sich überlegt, welche psychologischen Prozesse können sie noch schneller bewirken in Online-Nutzern, als es jetzt schon möglich ist. Welche Gruppendynamiken können sie noch schneller forcieren? Wie können sie Desinformationen und Verschwörungsmythen noch schneller oder noch effektiver verbreiten? Und darauf bezogen, also ich habe auf jeden Fall schon in einigen unterschiedlichen Kontexten beobachten können, wie solche Kampagnen passieren, also wie zum Beispiel Radikalisierungs- oder auch Manipulationskampagnen passieren. Und oft sind diese psychologischen Prozesse ja ganz unbewusst oder finden unbewusst statt, werden aber teilweise von den Akteuren oder von den Gruppen, also von den Gruppen durchaus strategisch eingesetzt. Die verstehen vielleicht teilweise die akademischen, theoretischen Komponenten dahinter nicht, aber sie setzen zum Beispiel das Prinzip der Identitätsfusion zum Teil sehr effektiv ein. Kannst du uns das kurz ein bisschen? Ja. Das ist, wenn die persönliche Identität mit der Gruppenidentität verschmilzt oder zu einem wird und dann ist man viel eher, das zeigen diverse Studien, viel eher bereit, sich für die Gruppe aufzuopfern, wenn diese Gruppe, mit der man verschmolzen ist, also mit deren Identität man verschmolzen ist, wenn die von einer existenziellen Bedrohung oder wenn man sie als existenziell bedroht von außen wahrnimmt. Und da genau diese Kombination aus unterschiedlichen Faktoren, also Identitätsfusion und existenzielle Bedrohung von außen und dann zum Teil auch noch gewaltbefürwortende Normen, sind die Faktoren, die als statistisch am signifikantesten auftauchen in den psychologischen Komponenten von Terrorattentätern. Also wenn man sich zum Beispiel die Manifeste von Terrorattentaten anschaut, die Attentäter veröffentlicht haben, dann sieht man, dass das psychologische Phänomene sind, die einfach zu einer Gewaltbereitschaft führen oder zu einer erhöhten Gewaltbereitschaft. Und solche Prozesse können natürlich durch neue Technologien und zum Beispiel auch durch Chatbots können genau solche psychologische Prozesse in Gang gesetzt werden oder auch beschleunigt werden. Und ich denke, das ist ein großes Problem. Es kann sowohl von, wenn man an extremistische oder terroristische Gruppen denkt, kann sowohl von denen eingesetzt werden, kann aber auch von staatlichen Akteuren eingesetzt werden, die einfach zum Beispiel Europa oder Deutschland oder Österreich destabilisieren wollen. Und
gerade so russische oder Pro-Kremlin-Propaganda-Kampagnen waren auch schon relativ effektiv darin, vielleicht jetzt nicht Gewaltbereitschaft zu befördern, aber auf jeden Fall die Polarisierung in unserer Gesellschaft weiter voranzutreiben. Also da, denke ich, gibt es durchaus auch ein staatliches Interesse daran, weiter zu polarisieren oder weiter auch zu so einer Art eben Massenradikalisierung in der Gesellschaft beizutragen, damit einfach der politische Gegner destabilisiert wird. Und da sehe ich eigentlich das größte Problem. Und dahingehend, was Tabea gerade gesagt hat in Bezug auf die Definition vom AI Act, die militärische Akteure ausnimmt, das ist natürlich auch ein großes Thema, gerade wenn man sich überlegt, was staatliche Akteure mit KI auch machen können, jetzt abseits von der Steuerung von Drohnen, kann KI natürlich auch eben solche Desinformationskampagnen oder Information Operations und strategische Kommunikation, also solche Funktionen erfüllen. Und ja, deswegen, ich denke, es gibt unterschiedliche Bereiche, in denen KI eingesetzt werden kann, die auch zu einer weiteren Radikalisierung der Gesellschaft führen können. Und beispielsweise, du hast gerade diese Aspekte genannt, wenn es um Angst geht, existenzielle Bedrohung. Ich versuche jetzt nochmal einen Bogen rüber zu dir zu schlagen, Jürgen, wenn es darum geht, auch diese Geschichten, die wir uns gerade über KI erzählen. Und da fällt mir vor allem auf so Aspekte, einerseits dieses Monster-Narrativ, dieser Doomerism, teilweise auch so Long-Termism. Wenn du uns dazu ein bisschen was nochmal sagen könntest, wie du auf sowas siehst, vielleicht auch nochmal helfen, diese Begriffe einzuordnen. Weil ich denke, Julia, du bringst eben auch nochmal sowas rein, wo es an dieser psychologischen auch Verwundbarkeit von uns Menschen auch geht und wo dann eben genau auch Angst ein Brandbeschleuniger auch sein kann und der vielleicht auch aus wirtschaftlichen Interessen oder anderen Facetten heraus gerade auch genutzt wird. Also der KI-Diskurs gerade ist ja auf jeden Fall, hört man mich auch, ich bin so. Der KI-Diskurs gerade ist ja so sehr geprägt von diesen ganz großen Narrativen, wie halt, das löst alle unsere Probleme. ChatGPT is going to solve the climate crisis. Oder das ganz große Untergehen. So, wir leben bald im Terminator-Film, Skynet übernimmt die Welt und wir werden alle umgebracht. Was ja häufig auch von denselben Leuten vorgebracht wird. Also Sam Altman sagt gleichzeitig, KI löst alle unsere Probleme und die Zukunft wird toll. Und KI ist übrigens auch super gefährlich. Und wir entwickeln das zwar, trust us, Bro, aber eigentlich darf das keiner entwickeln, weil es ist zu gefährlich. Was erstmal nach einem Widerspruch klingt, aber natürlich da beides zahlt hat auf diese Erzählung der Übermacht dieser Technologie ein und der Alternativlosigkeit. So, es ist super gefährlich, aber erstens ist Sam Altman ja so ein sympathischer junger Mann, dem glauben wir alles und vertrauen ihm und möchten, dass er die Welt beherrscht. Und zweitens, es gibt ja eh keine Wahl, haben wir gerade auch gehört, wir können das gar nicht verbieten. Und ich meine, wir haben privaten Plutoniumbesitz auch verboten, aber also man kann schon auch in demokratischen Gesellschaften Dinge verbieten, wenn man das will. Aber grundsätzlich sieht man in diesem Narrativ halt so eine super starke Unterwürfigkeit auch auf dieses dominante Technik-Narrativ. Man hat halt die großen Tech-Unternehmen, die sagen, das ist die Zukunft. Wir haben ja keine politischen Versionen von Zukunftserzählungen mehr. Wir haben ja nur noch technische. Also irgendwann kam das Internet, ist die Zukunft. Dann waren es Apps die Zukunft. Jetzt ist KI die Zukunft. Blockchain war zwischendurch auch noch und das Metaverse. Aber die Schwierigkeit, mit diesen Dingern noch umzugehen, ist einfach für auch die Gesamtbevölkerung damit immens geworden, weil sie sehen nur die großen Erzählungen von wir schmeißen halt den ganzen Support raus und da macht halt alles jetzt ein Chatbot oder ich arbeite ja in der Kreativindustrie, also bei uns geht es, die Hälfte meiner KollegInnen sind DesignerInnen, denen geht schon der Stift, klar, weil ich kann halt irgendwas tippen und das, was da rauskommt, ja, sieht alles ein bisschen scheiße aus, aber es ist so viel billiger, als jemanden einzustellen, der das macht, dass man es halt trotzdem machen kann. Genauso wie Code. Wir wissen alle, dass der Code, den diese Systeme generieren, schlecht ist, aber ProgrammiererInnen sind auch einfach echt teuer. Das heißt, ich lebe vielleicht damit, dass der Code schlecht und voller Sicherheitslücken ist, weil ich trotzdem noch so viel billiger bin und die Supportkosten, die dann später auf, dann habe ich das Ding schon verkauft, das ist mir egal. Ich muss ja nur jetzt schnell wachsen und es dann an irgendwen anderen abtreten. Und diese schon auch realen ökonomischen Bedrohungen, die Leute fühlen, die sorgen dann halt für einerseits die Mächtigkeit dieser Monstererzählung, so, ja, das übernimmt uns alle und ich sehe das überall und OpenAI hat so eine methodisch sehr schlechte, aber sehr, sehr stark rezipierte Studie rausgegeben, dass bei 80% aller Jobs in den USA zumindest 20% der Tätigkeiten durch KI sind exposed to AI, whatever that means. Das heißt, dieses krasse Narrativ von die ganze Welt
ist nur noch KI, es gibt nur noch KI und das wird euch alle unter Druck setzen. Und dann dazu dieses sehr, sehr beliebte Meme, naja, KI wird dich nicht ersetzen, aber die Person, die KI benutzt, wird dich ersetzen. Es geht immer nur darum, so eine Individualisierung von Leuten, du bist allein, alle kämpfen gegen dich, alle wollen dich aus der Situation, in der du noch die Miete bezahlen kannst, in der du dir ein Kind leisten kannst, in der du weißt, wie das nächste Jahr für dich funktioniert, aus der wirst du rausgedrückt durch die anderen, die gegen dich kämpfen. Es ist halt so eine, KI ist so ein ganz starker Motor und auch so ein Brandbeschleuniger eben auf dieser Individualisierungstendenz, die Leute eben allein lässt mit ihren Problemen, die dann da sitzen und sagen, ja stimmt, ich weiß wirklich nicht, ob mein Job noch weitergeht und jetzt kommt noch KI und alle sagen, das geht nicht anders und keiner sagt mir, wie es für mich weitergehen soll. Keiner sagt mir, was denn meine Zukunft sein ist. Nur, ja, lern halt programmieren. Ach so, nee, das geht auch nicht, das macht auch die KI. Was lernst du denn jetzt noch? Uber fahren oder sowas, das kannst du jetzt noch lernen, davon nicht leben. Und von daher, natürlich hat dieser KI-Diskurs gar nicht, weil die Technologie irgendwas kann oder nicht kann. Die Technologie ist an der Stelle eigentlich komplett irrelevant, weil halt so eine Technologie ja immer in einem sozialen, ökonomischen, politischen Kontext passiert. Also wir sind halt in so einer neoliberalen Hölle, in der wir da leben und in der wir so eh schon aufeinander gehetzt werden und Solidarität kein Prinzip mehr sein soll. Sozialsysteme müssen runtergewirtschaftet werden, weil wir uns das nicht leisten wollen. Und da kommt dann so eine Technologie rein, die sagt, ja, ja, und wir machen das Ganze jetzt noch viel, viel schneller. Und da wirkt eben dieses starke Meme, sowohl von der Positivseite, guck mal, die kann alles und die ersetzt euch, wie auch von der Negativseite und die wird euch auch noch unterdrücken. Das heißt, erst nimmst du deinen Job und dann erschießt sich der Roboter damit noch. Und in der Situation hat man halt sehr, sehr viele Leute komplett handlungsunfähig, weil sie können ja nichts tun. Irgendwelche Leute entscheiden irgendwo, alles wird jetzt KI. So, das sind einfach Leute, die wollen morgens zur Arbeit gehen, ihren Kram machen, dann nach Hause gehen und ihre Ruhe haben, was sehr, sehr verständlich ist. Also sollten mehr Leute so tun dürfen. Die werden einfach da komplett mit alleine gelassen. Und dann hören sie auch noch, dass die Regierung sagt, ja, stimmt, das ist alternativlos, müssen wir überall machen. Das ist halt, das ist jetzt die Zukunft. Und es gibt eben auch kein alternatives Angebot. Es gibt eben kein Angebot, okay, wir machen jetzt wirklich die 3-Tage-Woche für alle. Ist ja nicht, was passieren wird, sondern naja, alle arbeiten weiter, die noch arbeiten können, arbeiten weiter 40 Stunden und der Rest muss halt sehen, wo er bleibt. Und diese Dynamik, die Leuten ja intuitiv bewusst ist, weil das in den letzten Dekaden immer so war, wenn es Produktivitätsgewinne gab, ist das nicht bei ihnen angekommen. Es ist nicht so, dass sie jetzt sicherer sind, dass die Leute weniger arbeiten müssen oder dass die Lebensbedingungen für viele besser geworden sind, sondern ich wohne in Berlin so, ich kann jeden Abend den Rentnern zugucken, wie sie halt den Pfand aus dem Müll rausholen. So. Das war nicht das Versprechen, was man Leuten eigentlich mal gemacht hat, dass es irgendwie einen Fortschritt gibt. Der Fortschritt und dass der DAX jetzt gerade, der deutsche Aktienindex, jetzt irgendwie risikohohe Werte hat, das fühlt halt niemand. Die Leute fühlen nur, dass sie nicht wissen, wie sie die Miete zahlen sollen. Und da kommt dann eben genau diese technologische Erzählung rein, die das Ganze nur noch viel schlimmer für viele Menschen macht. Und dann hat man den Boden damit vorbereitet für genau das, was meine Vorrednerin beschrieben hat. So, dann einen Angstloop in Gang gesetzt, aber richtig zum Abwerten. Niemand trifft gute Entscheidungen, wenn er oder sie Angst hat. Dafür sind wir nicht gebaut. Wenn wir Angst haben, sind wir sehr, sehr schnell in so einem Fight-or-Flight-Modus. Abwehr. Und die Rechte weiß, Fight können wir bedienen. Wir geben euch Ziele, wir geben euch Feinde und wir geben euch auch Leute, die mit euch dagegen diese Feinde kämpfen wollen. Die Feinde haben wahrscheinlich dunklere Hautfarbe als ihr. Da würde ich gerne doch auch genau unsere gemeinsame letzte Runde auch dort andocken, ja, auf diesen im Moment recht aufbereiteten Boden, der unter anderem im Rahmen einer Enquete, die am Montag im österreichischen Parlament stattgefunden hat, auch irgendwo Demokratie als im Luftlernraum irgendwo auch gerade bezeichnet, wenn es insbesondere darum geht, wie viel digitale Medien auch dazu beitragen können, dass wir in diesem Jahr, wo so wahnsinnig viele Wahlen, also in Österreich sowohl in einigen Landtagen als auch natürlich unsere Nationalratswahl, dazwischen findet die große Europawahl statt, dass in 2 Wochen sowas wie eine Phase, wie eine Wahl in Russland auch stattfindet, also auch tatsächlich das Thema Wahlen diskreditiert wird, wenn gewählt wird, wo eigentlich Diktatur herrscht, aber auch natürlich die USA. Also wir haben da relativ viel, was sich dieses Jahr auch nochmal ganz markant ändern kann. Und ich würde gerne auch von euch allen dreien nochmal die Perspektive drauf bringen. Einerseits die Risiken, jetzt waren da ja schon viele von den Facetten, sowohl psychologisch, ökonomisch als auch technologisch da. Wo seht ihr noch Anknüpfungspunkte oder ist es schon durch? Irgendwie das nochmal, das auch quasi
künstliche Intelligenzanwendung, Technologie, grundsätzlich auch digitale Medien jetzt im breiteren Sinne auch gesagt, wirklich nochmal was machen können, dass wir resilienter werden in unseren Demokratien. Alle diese Versprechen, das wäre jetzt die Teilhabe, das ist jetzt der Austausch etc. Tatsächlich zeigt eben die gerade erwähnte Studie, dass außer in ganz wenigen Fällen in großen autokratischen Strukturen manchmal schon noch diese individuelle Teilhabe durch digitale Medien etwas zur Demokratisierung beitragen kann, aber dass eigentlich in den mehr oder weniger gefestigten Demokratien in Europa, den USA, also dass es eigentlich da keinen Beleg gibt, dass auch dort etwas zur Demokratisierung oder wirklich auch zur Stärkung der Demokratie beiträgt, was so digital medial geteilt wird. Was gibt es denn trotzdem für Perspektiven, für Hoffnung? Was würdet ihr sehen? Wer möchte beginnen? Was gibt es zu tun? Wahrscheinlich, du hast da auch, denke ich, einige Empfehlungen parat, Julia. Ja, ich meine, also ich kann mein Bestes geben. Es sind Empfehlungen basierend auf meiner Forschung und der Forschung von Kollegen in diesem, also in dem Bereich, in dem ich bin, was natürlich eher jetzt die Sicherheit betrifft, was einerseits ja schon auch gesellschaftliche Phänomene betrifft, aber vor allem auch die Sicherheit und Prävention von Radikalisierung. Ich denke, der Bereich, der natürlich immer thematisiert wird, aber der tatsächlich hochrelevant ist, ist der Bildungsbereich. Ich denke, hier passiert noch zu wenig. Wir sprechen zwar schon sehr viel über digitale Kompetenz und über Digital Literacy, aber weder im schulischen Bereich noch für die älteren Generationen, die sogenannten Digital Migrants, gibt es wirklich ein Programm, wenn es darum geht, das Bewusstsein zu schaffen für die Schnittstelle zwischen der Psychologie und Digitalkompetenzen. Also was machen auch diese neuen Technologien mit uns als Mensch, mit uns als Gruppe, mit uns als Gesellschaft? Und da geht es natürlich auch um Prozesse wie die jetzt gerade beschrieben wurden, um Ängste, die dadurch erzeugt werden. Aber es geht auch um die Manipulationsversuche von extremistischen Akteuren online und besser sich selbst auch zu verstehen in einem Setting, wo vielleicht man in einer Hobby-Community ist oder in einer Online-Subkultur und plötzlich wird das ganze Klima viel politisierter oder viel radikaler. Da zu verstehen, was passiert hier gerade in der Gruppe oder wenn man auf eine Desinformationskampagne stößt. Nicht nur zu erkennen, warum ist das jetzt ein Deepfake oder nicht, sondern auch zu erkennen, was das psychologisch mit einem macht. Weil es gibt schon diverse Studien, die auch zeigen, die Verbreitung von Desinformation, teilweise basiert das natürlich auf Halbwahrheiten und auch Verschwörungsmythen sind teilweise halb auf Wahrheiten aufgebaut oder halb auf Fakten und dann wird der Rest dazu erfunden. Und sobald man aber zum Beispiel versucht, das mit Faktenchecks oder so entgegenzuarbeiten, ist der psychologische Damage schon getan und man kann das eigentlich sehr schwer wieder rückgängig machen, weil sich schon in den Köpfen festgesetzt hat. Oder auch Dinge wie, warum vertrauen wir eigentlich im Moment Individuen viel mehr als Institutionen? Also wir sind sehr stark gerichtet auf Influencer, weil es viel mehr sympathiebasiertes Vertrauen ist, das wir im Moment vor allem in den sozialen Medien oder online also das wird einfach automatisch so, denke ich, so deutlich verstärkt, dass wir nur noch ein Vertrauen haben gegenüber Menschen, denen wir folgen, ob das jetzt Freunde sind oder Influencer, die wir als Autorität sehen zu einem Thema, zu dem sie vielleicht gar keine Expertise haben. Und da, denke ich, gibt es viel Bedarf, hier über diese Prozesse, die jetzt eher psychologische Prozesse sind und eben Gruppenprozesse, da auf Aufklärungsarbeit zu leisten und Bewusstseinsschaffung und auch Menschen Empfehlungen zu geben, wie sie sich davor schützen können, weil es sind sehr unbewusste Prozesse. Ja, und das andere, was denke ich schon auch noch ein großer Punkt ist, ist das Thema Regulierung. Und natürlich gibt es schon Dokumente wie den EU AI Act, aber es auch hier denke ich, gerade wenn man sich die ganzen unterschiedlichen Large Language Models anschaut, und ich spreche jetzt nicht nur von ChatGPT, sondern auch und auch nicht nur Bing und Bard und so weiter, sondern vielleicht auch andere, die es in der Zukunft geben wird, die eventuell nicht so hohe Sicherheitsvorkehrungen haben, nicht so hohe Ansprüche haben wie jetzt wie ChatGPT und the likes, sondern die vielleicht für Terroristen oder für Extremisten tatsächlich viel leichter ausbeutbar sein könnten. Ich denke, da wäre es wichtig, eine Basis herzustellen, die eine gewisse Safe-by-Design, ein Safe-by-Design-Mechanismus voraussetzt, um überhaupt so eine Technologie kommerzialisieren zu können oder auf den Markt zu bringen. Danke. Was sind Tabea beispielsweise deine Perspektiven? Wie kann die Resilienz der Demokratien auch technologisch gestützt und nicht nur unterwandert, untergraben werden?
Ich fürchte, meine Antwort ist da auch eher ernüchternd. Also Stichwort KI-Technologie als Brandbeschleuniger. Es ist gerade ein sehr, sehr schlechter Zeitpunkt für diesen generative KI-Hype und Automatisierung und auch die Usability von so Deepfakes. Also mittlerweile kann man ja mit ein paar Klicks, wenn man sich anmeldet, ein bisschen Geld bezahlt, einen digitalen Avatar von sich machen und noch klingen die relativ blechern, aber mit ein bisschen mehr Training auf der eigenen Stimme und den nächsten 2-3 Jahren Bildgeneration, also wird es mit wenigen Klicks sehr, sehr einfach sein, solche Fakes zu generieren. Positive Dinge. Also, ich glaube, da das lässt sich schlecht quantifizieren, da steckt nämlich nicht unbedingt Geld drin, aber Informationen. Es gibt zum Beispiel, also in Deutschland ist es so, der Bundestag an sich ist zum Beispiel sehr, sehr transparent mit dem, was er macht und alle Protokolle werden in PDFs gespeichert. Das machen, glaube ich, auch, also das Berliner Senat macht das, glaube ich, auch. Und da gibt es auch schon Plattformen, wo man das durchsuchen kann. Und was diese eine Plattform da macht, die die Berliner Senat-Protokolle durchsuchbar macht, ist, die verlinkt dann auch, woher jetzt genau diese Information kommt. Und ich glaube, das ist was gerade Medienberichterstattung, was eben, was LLMs oder Anbieter von generativer KI machen sollten, dass sie eben ihre Quellen offenlegen. Am besten fände ich es natürlich, wenn man sie dazu zwingen könnte. Wie da der Aushandlungsprozess aussehen muss, weiß ich nicht. Also was ja tatsächlich auch vom AI Act gefordert ist, ist eine Transparenz, dass ich darauf hinweise, dass es jetzt gerade KI generiert worden. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, aber das hilft uns leider natürlich nicht, wenn Rechte, die einfache Narrative verbreiten wollen, die einfache Lösungen verkaufen wollen, das einfach nutzen und damit viral gehen. Aber trotzdem höre ich heraus, dass eben das Angebot nach Transparenz, nach auch Vertrauens- und Beziehungsarbeit tatsächlich eines ist, wo man einfach nicht gleich schon die Flügel strecken soll und sagen, es ist schon auch vorbei und vergessen, sondern es machen und anbieten und sich auch nachvollziehbar zu machen, oder? Ich glaube auch, dass wir noch nicht verloren haben als DemokratInnen, als Menschen, die eben nicht rechtsradikal sind. Die haben zwar in den letzten Jahren zugenommen, aber ich glaube oder ich hoffe, dass es irgendwann zu einem Plateau kommt. Und ich glaube, es gibt Möglichkeiten für sowohl Politik als auch etablierte Medien, KI vielleicht auch als Technologie zu nutzen, um uns andere Menschen zu halten. So. Und noch als Schlusswort, also genauso wenig wie KI den Klimawandel lösen wird, wird KI auch nicht Demokratie lösen. So. Aber auch nicht auflösen vielleicht. Aber auch nicht auflösen. Das kann ein Teil von vielen sein und in viele Richtungen gehen. Ich bin keine Juristin, aber ich würde trotzdem sagen, man kann das aus allen möglichen Perspektiven betrachten und nicht abschließend mit Ja oder Nein antworten. Und ich würde bei dir, Jürgen, da auch gerne nochmal anschließen. Wir kennen, glaube ich, die meisten von uns das Zitat von Margaret Thatcher, there is no such thing as a society. Und das ist ja, du hast vor den neoliberalen ja auch Zustand dieses Wirtschaftssystems auch adressiert und kritisiert. Und dass aber jetzt erstaunlicherweise plötzlich die Society wieder irgendwie doch in ist, sogar seitens irgendwie Boris Johnson hat, glaube ich, das jetzt unlängst, glaube ich, auch mal there is such a thing as society irgendwie angebracht. Und du hast doch auch, aber trotzdem ja einen sehr skeptischen Blick darauf, wenn es darum geht. Also wo ist jetzt tatsächlich die Disziplin oder der Arbeitseinsatz, eben sei es von Institutionen, sei es eben auch vierte Gewalt Medien, wo siehst du irgendwelche Beschützungs- oder stützende Mechanismen für die Demokratie, gerade in diesem kritischen Wahljahr auch noch vor uns? Save democracy in 2 minutes. Ja, danke. Ich glaube, dass diese Wahrnehmung der Nichtfunktionalität von Demokratie, die ja an vielen Stellen so hervorgebracht wird, einerseits von die Infrastruktur funktioniert nicht mehr, ich komme aus Deutschland, die Deutsche Bahn ist ein Witz, ÖPNV wird irgendwie runtergewirtschaftet, das ist natürlich immer eine Konsequenz von eben kaputt sparen und eben Nichtinvestitionen in das Gemeinwohl, in gemeinsame Infrastrukturen. Das ist nach meinem Dafürhalten ein ganz wichtiger Aspekt, weshalb Leute vielleicht auch anfangen,
von demokratischen Werten abzurücken, weil sie sagen, na gut, alles, was mir versprochen wurde, ist nicht da, die Zukunft ist nicht da, nichts funktioniert, ich kann nicht mehr, keine Ahnung, mir wird die Gesundheitsvorsorge weggestrichen, es gibt keinen bezahlbaren Wohnraum, nichts ist mehr da. Wenn man Demokratie retten möchte, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den Leuten wieder klarzumachen, dass das eigentlich funktioniert und dass es auch für sie funktionieren soll. Und dass man, dazu muss man aber eben auch auf der politischen Ebene rauskommen aus diesem, das hier ist eigentlich ein Free-for-all-Fight und wir kämpfen halt gegeneinander, wer sich durchsetzt, sondern ja, man muss halt wieder nicht nur there is a society, die sich mal einen AI-Act gibt, sondern nein, ja, there is a society that takes care of one another. Also wir müssen uns umeinander kümmern, sonst wird es nicht funktionieren. Das ist ja das, was wir gerade in Deutschland von der Rechten sehen. Die AfD, gerade im Osten, fängt halt an, sich als Kümmererpartei hinzustellen. Mhm. Und damit kommen die Leute wieder, weil die AfD macht halt die Feste für die Kinder, weil die sonst keiner mehr macht. Die AfD macht die Sportangebote für die Jugendlichen, weil die keiner mehr macht. Wenn ich nichts den Leuten anbiete, warum sollten sie mir dann noch hinterherlaufen? Das heißt, wenn man das jetzt in diesen KI-Kontext rüber rettet, muss man sich halt die Frage stellen, an welchen Stellen können solche Systeme eben öffentlichen Infrastrukturen oder der Wahrnehmung des Funktionierens einer Öffentlichkeit zuarbeiten. Da gibt es sicherlich Aspekte. Also ich glaube, ich persönlich glaube, diese generativen Systeme sind da nicht so relevant. Zum bestimmten Maße schon, also wenn man so im Bereich Accessibility guckt, also zum Beispiel eben das eine Forschungsgruppe, mit der ich so lose verbandelt bin, die bauen zum Beispiel ein Werkzeug, um Deutsch in einfache Sprache zu übersetzen. Das heißt, mehr Leute in die Lage zu versetzen, keine Ahnung, eine Aussage eines Parlaments zu verstehen, weil da steht jetzt eine Seite Text, ihr habt keine Ahnung, was sie gesagt haben, jetzt haben sie vielleicht ein Verständnis dafür. Ja. Genauso wie halt Bilderkennung zu benutzen, um eben, dass Webseiten einer Behörde halt immer eine Bildbeschreibung haben oder dass ich mir alles vorlesen lassen kann, vielleicht mit einer hölzernen Stimme, aber ich kann sie zumindest vorgelesen bekommen und so. Es gibt da schon Technologien, die man an bestimmten Stellen einsetzen kann, aber man muss, glaube ich, viel mehr darauf gucken, was ist eigentlich mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, diese Technologie einzusetzen. Nichts ist langweiliger als Technologie und ich sage das als Ingenieur. Technologie ist wirklich boring as shit. Sondern die Frage ist halt, was machst du damit und warum machst du das? Und wenn wir uns die Frage stellen, diese Mustererkennungsmaschinen, die wir da gebaut haben, Mustererkennen ist super nützlich. Und zu sagen, ja, vielleicht will man eben Stromerzeugung an irgendwelche Umweltbedingungen koppeln. Vielleicht will man halt sehr energieintensive Prozesse von staatlicher Seite aus sagen, die laufen halt nur, wenn wir so viel Windstrom haben, dass wir nicht wissen, wohin damit. Dann fahrt bitte das Rechenzentrum hoch und macht euren Kram. Man kann da unendlich viele Dinge tun, aber man muss halt immer den Leuten auch klar machen können, warum machen wir das hier und was habt ihr davon? Wenn wir wirklich in den Modus kämen, okay, wenn du KI einsetzt, dann zahlst du da drauf eine Steuer und das wird dafür umgesetzt, dass jeder kriegt dafür im Monat so und so viel Geld oder das zahlt dafür, dass jeder jedes Jahr einen Monat lang frei hat und Kunst machen kann oder was anderes Schönes für sich machen kann. Wie schnell würden Leute wieder das Gefühl dafür haben, okay, dieses Ding scheint doch zu funktionieren, scheint auch für mich zu funktionieren, für Leute, die wie ich sind. Denn ich habe auch eine Rolle da drin. Ich kann auch eine Rolle darin haben. Wir reden halt über bei diesen nicht nur bei KI, bei allen Technologien, wir reden immer über Chancen und Risiken. Man muss immer sagen, da sind die Risiken und das sind aber auch die Chancen. Das ist dieses Meme, in dem man sich bewegen muss. Aber wir reden halt viel seltener darüber, dass das eigentlich Unfug ist. Denn man kann nie sehen, das sind die Risiken. Man muss sich immer die Frage stellen, Risiken für wen und welche Arten von Risiken. Ich könnte von KI massiv profitieren. Mhm. Ich kann dieses Zeug bedienen, ich kann das einsetzen, ich habe genug öffentliche Sichtbarkeit, dass ich da Consulting-Business mit hochziehen könnte. Für mich ist das nur Chancen eigentlich. Von daher kann ich deshalb sagen, das hat super viele Chancen für uns. Ja, das kann ich als weißer akademischer Dude in Deutschland sagen. Aber wie ist es eben mit vielen anderen Leuten? Und solange wir das nicht irgendwie adressieren können und eben gerade auf die Leute, die abgehängt werden und denen keine Optionen mehr gegeben werden, die auch keine Chance mehr sehen auf eigene Teilhabe. Wenn ich Leute halt entmächtige und ihnen das Gefühl habe, es wird nur über mich entschieden und ich werde als Objekt so in der Gesellschaft verwaltet, dann gibt es für sie keine Gesellschaft mehr. Dann ist es nur Unterdrückung. Und wenn man KI einsetzen kann, um eben diese Form von gefühlter Teilhabe real zu machen, also erst ein Gefühl zu erzeugen von Teilhabe und das dann auch real machen, Wirksamkeitserfahrung zu erzeugen, dann hat man auch wieder eine Chance, dass Demokratie von Leuten auch wieder als das Funktionierendes wahrgenommen wird. Danke. Wir nehmen das mal als Applaus für dein Statement, aber auch als tatsächlichen Applaus für dieses Podium, das jetzt hier eben auch in dem Sinne der Partizipation, die Fragen. Es gibt Mikros, wer einen Kommentar, eine Frage an einer oder alle unserer Gäste hat, bitte her damit, falls ihr momentan auch schon mal Fragen
ja auch untereinander habt, ist das natürlich auch möglich, aber es ist schon ein Handzeichen da. Vielen, vielen Dank nochmal, aber auf jeden Fall. Danke. Ich möchte anschließen an, das letzte Statement auch. Es ist, glaube ich, eine Tatsache in Deutschland vielleicht noch deutlicher als in Österreich, dass die Schere, die Ungleichheitsschere unheimlich aufgegangen ist. Ja, ich sehe das auch hier in Graz. Ich lebe am Land, aber wenn ich in die Stadt komme, dann sehe ich, dass es mehr Obdachlose gibt, die irgendwo herumliegen und. Und da frage ich mich, warum. Und ein oberstes Prinzip der Demokratie ist ja doch das der Gleichheit, dass alle Leute gleiche Chancen haben und gleiche Möglichkeiten haben. Und da frage ich mich, warum im öffentlichen Diskurs jetzt auch so die demokratisch gewählte Regierung, die ja lauter in Deutschland Ampelregierung sowohl auch als in Österreich, aus lauter demokratischen Parteien besteht, warum die nicht mehr in die Verantwortung genommen werden, dass sie für die Erhaltung der Demokratie sorgen, dass die stabil ist, dass nicht so viele Leute dann in das feindliche Lager vielleicht überströmen, rein aus Verzweiflung und aus existenzieller Not. Und warum dann diese Bewegung für Demokratie eigentlich gegen die Opposition gerichtet wird. Ich verstehe das nicht ganz, weil Widerstand und Revolte hat für mich, also wenn man jetzt was verändern will in der Gesellschaft, war für mich eigentlich immer der Widerstand gegen die Regierung und nicht gegen die Opposition, weil die haben ja eh nicht viel zu sagen. Natürlich ist die Gefahr gegeben und das muss man erkennen, wohin könnte die Reise gehen. Da haben wir ja auch das Beispiel aus der Vergangenheit. Aber wir sollten ja lernen aus der Vergangenheit und deswegen die Zustände versuchen zu optimieren und da vielleicht mehr Druck zu machen und gemeinsam auf die Straßen gehen und sagen, jetzt schauen wir mal den Regierenden auf die Finger, was die mit ihrer Macht und ihren Möglichkeiten für uns machen. Und da gehört für mich auch das KI-Problem dazu. Mhm. Die kennen ja auch da, Entschuldigung, aber gibt es noch eine Frage tatsächlich? Ja, okay. Nur vielleicht das als Anmerkung. Danke. Ich habe eine Antwort drauf. Ja. Ich habe eine Antwort drauf. Ja. Okay, also auf die, ja. Du hast die Frage so für dich zusammengefasst, sollen die Regierenden nicht tatsächlich selber auch daran interessiert sein, demokratische Strukturen zu stärken? Ja, okay. Da war nochmal eine Frage, die vielleicht auch nochmal spezifischer auf den Zusammenhang mit Technologie und Demokratie. Da vorne mit. Da ist gerade auch ein Mikro, aber da, genau. Ja, bitte. Ich bin ein bisschen unzufrieden damit, dass ihr quasi so das Regulativ im Mittelpunkt stellt und nicht so das Begehren. Also aus Couchsurfing wurde Airbnb, aus Mitfahrzentrale wurde Uber. Es wurde erwähnt, die Rechten sind Early Adopter und ich frage mich, warum sind nicht die Linken Early Adopter bei all diesen Dingen? Weil das sind keine Dinge, die uns aufgestülpt werden, sondern das knüpft an teilweise an Begehrlichkeiten an. Also wir haben in Österreich jetzt gerade wieder aktuell einen Algorithmus des Arbeitsmarktservice neu programmiert bekommen, der total sexistisch ist, der total rassistisch ist, der viel Geld gekostet hat. Meine Frage ist, kennt ihr nicht Leute, fortschrittliche, linke, kreative Leute, die sowas machen? Und ein Ding gab es noch in Österreich, das wirklich gut war, das wirklich demokratisch funktioniert hat, das war die Wahlkabine.at. Das ging darauf ein, dass Menschen ihre Begehrlichkeiten in ein Tool eingeben und am Ende kommt raus, welche Parteien ihnen am nächsten sind. Und da sind die meisten Menschen sind draufgekommen, dass sie eigentlich viel linker sind als die Parteien, die sich gewohnt sind zu wählen. Und diese Wahlkabine wurde einfach still und heimlich abgedreht, weil die Leute es sich nicht mehr leisten konnten, sie zu tun. Es gab keine öffentliche Förderung dafür und es gab auch keinen Aufschrei dafür, dass sie weggefallen ist. Und ihr nickt oder auch, war es jetzt insofern eher auch eine rhetorische Frage, kennst du nicht Leute, die auch fit, fröhlich was fürs Begehren tun könnten und nicht nur dagegen? Aber ja, Tabea, du möchtest vielleicht auch antworten drauf oder Julia? Also gerne, wenn ich darf.
das grundsätzliche Problem ist, wie gesagt, bei diesen Algorithmen, sie sind Statistik am Ende. Und sie geben das wieder, was am wahrscheinlichsten ist. Und was ist am wahrscheinlichsten? Das, was am überrepräsentiertesten war im Trainingsdatensatz. Das heißt, man kann noch so viel regulieren, wie man möchte. Am Ende, also oder beziehungsweise das ist die Frage ist dann eben, die man stellen muss und die ich auch nicht beantworten kann. Was ist denn dann die Wahrheit oder die Repräsentation, die man haben möchte aus so einem Modell? Ist es das, was tatsächlich abgebildet wird? Weil dann wird es weiterhin sexistisch sein, gerade beim Arbeitsmarkt. Wenn ich dann einen Job im Kindergarten besetzen möchte, dann wird nur eine Frau eingestellt werden, wenn ich ein Modell nutze, das die Realität abbildet. Ich kann aber auch sagen, okay, ich gehe jetzt auf 50-50 und modelliere das alles, so wie ich es gerne haben würde. Aber wo ist dann da wieder die demokratische oder wie auch immer Legitimität dahinter? Und das ist eben das grundsätzliche Missverständnis, dass es eben, das meinte ich ja schon, es ist ein, also LLMs sind Autocomplete-Programme, generative KI-Bilder sind dazu da, was zu erstellen, was es schon mal gab, nur eben neu kombiniert und basierend auf Statistik. Und da ist eben die Frage, Jürgens Punkt, sollte man da jetzt diese Technologie als Lösung für dieses Problem nehmen? Und da würde ich sagen, nein. Außer man benutzt noch gute Quellen und macht es irgendwie transparent, aber das ist kein einfach lösbares Problem. Julia, wenn ich da nochmal auch an dich schauen darf, rund um eure Beratung als Strategic Dialogue für Social Cohesion. Wo sind denn da, wo du irgendwas siehst, da wird dran gearbeitet, dass es, es muss jetzt nicht gleich politisch links oder rechts vom Spektrum sein, aber zumindest ist irgendwo auch eine fortschrittliche, auch eines gemeinwohlorientierten, vielleicht eben dadurch einer anderen Form von eben auch gesellschaftlichen Zusammenhang orientierten Agenda, dort auch Technologieanwendungen auf Bedürfnisse und nicht nur Need for Chaos und Need for Destruction oder unbefriedigte Zugehörigkeitsgefühle, sondern eben auch auf was Konstruktives aufbaut. Was kannst du uns da mitgeben? Also mir sind einige Beispiele bekannt aus dem Bereich, also aus dem Bildungsbereich, wo sehr auf Individuen angepasste Formate zum Beispiel natürlich generiert werden können mit KI, wo KI wirklich effektiv, denke ich, eingesetzt werden könnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon passiert. Definitiv nicht von unserem, von uns aus, also vom Institute for Strategic Dialogue, aber es wäre vielleicht eine Idee für die Zukunft, das so einzusetzen, dass man ganz gezielte bewusstseinsschaffende Contents erstellt oder eben Bildungselemente damit erstellt, die dann auch ganz gezielt an Menschen verteilt werden können. Und das betrifft natürlich nicht nur Radikalisierungsprävention, sondern es betrifft unterschiedliche Bereiche, in denen Bildung sinnvoll ist in diesem Format. Aber jetzt mehr speziell zugeschnitten auf den Bereich Prävention. Natürlich gibt es auch schon Versuche, zum Beispiel KI zu verwenden für die Früherkennung von Gewaltbereitschaft online oder von Hate Speech und so weiter. Das hat sehr viel Potenzial, aber man muss es auch immer mit Vorsicht genießen. Also ich denke, auch hier ist zum Beispiel das ganze Gesamtmodell Predictive Policing ja, doch immer wieder kein gutes Beispiel, ja. Oder? Ja, also es kann natürlich auch zu sehr starkem Profiling dann führen und ich bin selbst. Oje, schade, genau jetzt. Das ist natürlich schade, aber sie ist gerade wirklich uns rausgefallen. Vielleicht kann sie die Antwort dann fortführen, wenn sie wieder da ist, aber ich weiß, da war eine Frage und da ist vielleicht auch schon ein. Noch einen Satz dazu. Ja, genau, Entschuldigung. Ja. Ich meine, gut, nichts ist. Wenn man drei Leute fragt, was eigentlich genau links ist, kriegt man 7 Antworten ungefähr, wenn sie einen guten Tag haben. Aber warum, die Frage war ja, warum gibt es denn jetzt nicht linke Leute, die sowas für sich nutzen? Die Frage ist vielleicht auch ein bisschen das politische Verständnis. Mhm. Weil wenn man, es gibt ein ganz fantastisches Buch von Dan McQuillan, ein britischer Forscher, das heißt Resisting AI. Und er argumentiert eigentlich raus, dass diese KI-Logik, dem System zugrunde liegende Logik, ist eigentlich eine Logik der Austerität. Wir wollen uns halt nicht mehr leisten, Leute zu bezahlen. Wir versuchen das irgendwie billiger zu machen, effizienter zu machen. Du kriegst keinen Platz mehr beim Psychotherapeuten, du kriegst eine App, mit der kannst du chatten. Ist ja fast genauso gut. Ist es natürlich nicht, aber das ist der Gedanke. Und deshalb ist das, glaube ich, an vielen Stellen für viele Leute aus einer linken Perspektive einfach grundsätzlich der falsche Weg, das zu tun. Weil der Punkt kann ja nicht sein, schlechtere Systeme für billiger anzubieten, sondern der Punkt muss sein, nein, wenn du eine Psychotherapie brauchst, dann will ich, dass du einen Therapeuten hast, und zwar nächste Woche spätestens.
Und deshalb ist da, glaube ich, der Ansatz häufig ein anderer, weil eben diese technische Lösung, die auf so eine Effizienz und auf eine Kostenreduktion ausgelegt ist, ist einfach nicht das, worauf man aus linker Perspektive nach meinem Verständnis hin optimieren würde. Und das Zweite ist dazu eben, und ich bin ja viel in der deutschen Förderlandschaft unterwegs, weil das so mein Dayjob ist, irgendwie Fördergeld für die Firma, für die ich arbeite, zu akquirieren. Wenn ich halt versuche, Förderung vom Bund zu bekommen für irgendwas oder auch vom Land, dann ist einer der wichtigen Punkte, die ich argumentieren muss, immer, wie verdiene ich denn später damit Geld? Mhm. Also ich möchte von euch jetzt 500.000 Euro für die Entwicklung von einem tollen System haben, was vielleicht sogar gesellschaftlichen Mehrwert bringt. Wenn ich nicht argumentieren kann, dass ich danach damit stinkreich werde, kriege ich halt nichts. Und damit kriegen natürlich immer nur Leute Geld, die damit dann auch kommerzielle Interessen aufbauen, eben nicht gemeinwohlorientiert arbeiten. Es gibt auch Ausnahmefälle, es gibt immer so ein bisschen Geld, wenn man zur Seite gelegt für Gemeinwohlorientiertes, aber es steht halt in keinem Verhältnis zu dem, was eben als Wirtschaftsförderung eigentlich gemacht wird. Das meiste, was wir, zumindest in Deutschland, ich kann das für Österreich, wie gesagt, nicht beantworten, in Deutschland ist Förderung immer auch Wirtschaftsförderung. Und ja. Deshalb ist man auch immer in dieses Profitmem so reingelegt und deshalb passieren eben Dinge, die nicht in dieser Profitlogik sind, nicht. Wie du sagtest, es gab so früher gab es irgendwie gemeinwohlorientierte Dinge und dann das, was Kapitalismus immer tut, ist, dann versucht er halt einen Zaun drum zu ziehen und Eintritt zu nehmen. Früher konnte man umsonst irgendwo mitfahren, das war irgendwie cool, man hat vielleicht ein bisschen Geld damit und jetzt hat halt Uber das ganze Ding einmal umzäunt und jetzt kostet das irgendwie richtig Geld und die Leute verdienen noch schlechter, die vorher zumindest ihren Sprit rausgeholt haben und nicht mal das passiert mehr. Das ist aber auch in der Förderlandschaft und in allen Möglichkeiten, die Leuten überhaupt den Raum geben, das zu tun, ist überall angelegt. Natürlich kann ich sagen, warum machen die Leute das dann nicht abends in ihrer Freizeit, aber die haben halt auch den Tag über irgendwie ihre 8 Stunden gearbeitet und dann die Kinder versorgt und wenn dann so die Wäsche gemacht ist, halt 10 Uhr abends und morgens um 6:30 klingelt der Wecker wieder und deshalb passiert das nicht. Danke. Julia, deinen Gedanken, wenn du ihn noch gerne fertig führen möchtest, schön, dass du wieder da bist noch für unser Finale. Ja, sorry, das war wieder die Verbindung. Genau, aber also Predictive Policing, denke ich, ist auf jeden Fall teilweise auch als hochproblematisch zu sehen. Ich arbeite trotzdem gerade an einem Projekt, wo wir versuchen, Risiko, also Gewaltbereitschaft als Risiko darzustellen und so zum Beispiel die Ressourcen von Sicherheits- oder Geheimdiensten oder Sicherheitsbehörden bei der Ressourcenallokation zu helfen, indem wir sagen, da besteht ein höheres Risiko als in anderen Gruppen zum Beispiel oder bei diesen Online-Communities muss man sich genau diese User sollte man sich anhören, aber es sollte immer kombiniert werden mit manuellen Investigationen auch. Aber hier kann man mit KI natürlich auch schon relativ viel machen. Und umgelegt auch auf, natürlich Trollfabriken sind meistens jetzt rechts oder rechts, ja eher rechts bis ganz rechts. Natürlich könnte man sich auch überlegen, ob man das Ganze nicht auch von der anderen Seite will, ob man nicht linksprogressive oder linksliberale Trollarmeen braucht oder hier zum Beispiel KI einsetzen möchte. Aber es besteht natürlich immer auch die ethische Frage, es sind ja auch manipulative Taktiken, die hier angewandt werden. Deswegen ist hier so ein bisschen immer die ethische Frage, ob man hier mit denselben Methoden auch überhaupt arbeiten möchte. Mhm. Und auch was die Algorithmen betrifft, und Tabea hatte das ja vorhin schon erwähnt, dass man vielleicht eher über Algorithmen als über KI sprechen sollte. Auch die Algorithmen funktionieren leider so, dass gerade die Emotionen, die von Rechten bedient werden in ihren Kampagnen, also Wut, Empörung, diese negativen Emotionen besonders gut funktionieren, weil sie einfach menschliche Emotionen sind, die wir als Menschen besonders interessant finden, die weiter nach oben befördert werden in den Algorithmen, weil wir besonders stark drauf klicken oder länger drauf bleiben, wenn irgendwo was besonders unglaubwürdig oder besonders apokalyptische Vorstellungen, Ideen zum Beispiel waren schon immer sehr erfolgreich darin, unsere Aufmerksamkeit zu binden. Und das Gleiche gilt natürlich für Blut und Aggression. Und es ist nicht umsonst, dass wir schon immer Gladiatorenkämpfe und Hexenverbrennungen auch schon früher angeschaut haben. Und jetzt ist es eigentlich auch nicht so viel anders mit dem, was die sozialen Medien nach oben befördern. Es bedient sehr menschliche Bedürfnisse am Ende des Tages. Mhm. Danke, Julia. Jetzt noch eine Frage hier, ja. Es ist an, das Mikro nochmal, ja. Ah, okay. Ja, ich hatte noch eine Frage zu, wie KI Radikalisierung irgendwie beschleunigen kann. Und zwar, es wurde jetzt schon einiges darüber diskutiert, aber es ging in erster Linie um, wie generative AI oder KI und irgendwie irgendwelche Bad Actors das für sich benutzen können. Aber, also ich wollte fragen, zu Recommender Systems und Filtern, weil also ich kann jetzt leider keine Studien oder sowas zitieren, aber es ist ja schon so,
dass wenn man gewissen Content im Internet konsumiert, dass Recommender Systems und Filter einem immer mehr von demselben Content vorschlagen, was dazu führt, dass wenn man irgendwie empfänglich ist für rechtsradikales Gedankengut oder Verschwörungstheorien, dass man immer mehr davon konsumiert und darin irgendwie gefangen wird. Und diese Recommender Systems und Filter sind ja eigentlich auch Machine Learning Algorithmen. Also es fällt irgendwie in die Ecke von KI, obwohl es jetzt nicht generativ ist. Und es scheint ja auch so ein bisschen ein inhärentes Problem zu sein von Recommender Systems. Die Bias ist drinnen. Ja, ich glaube, Julia, das ist auch direkt nochmal, kannst du sicher bestimmt was dazu sagen, die Empfehlungsalgorithmen, Filterblasen, Thematik und Radikalisierung. Ein guter Punkt, der auch sehr stark auf das Problem der Algorithmen anspielt. Ich denke, es ist genau auch das Problem, das wir ja seit Jahren fordern von den großen Tech-Unternehmen und in Wirklichkeit auch von den kleinen, dass sie ihre Algorithmen einerseits transparenter machen, was natürlich für ihr Geschäftsmodell nicht interessant ist, und andererseits auch so regulieren, dass man nicht immer radikaleren Content vorgeschlagen bekommt, der einen eben in dieses Rabbit Holes hineinbringt. Aber auch das ist leider von ihrer Perspektive, also was das Geschäftsmodell betrifft, eben leider nicht so attraktiv, weil sie ja wollen, dass wir so viel Zeit wie möglich auf ihren Plattformen verbringen. Und das, was unsere Aufmerksamkeit, ebenso wie ich auch vorhin gesagt habe, am meisten bindet, sind leider immer radikaler werdender Content oder radikaler werdende Contents. Also wenn man auf YouTube sich ein Video anschaut, vielleicht nur zu, weiß nicht, zu Frauenrechten, oder zu vielleicht irgendwelchen Themen, die interessant sein könnten für gerade rund um das Thema Frauen versus Männerrechte, dann kommt man sehr schnell auf Jordan Peterson, der sich sehr stark für Männerrechte einsetzt, und dann kann man sehr schnell abdriften in eine sehr frauenfeindliche und richtig antifeministische bis wirklich gewaltvolle Richtung und landet dann bei Andrew Tate, solange der nicht entfernt wird. Und das ist ein Phänomen, das auf unterschiedlichen Plattformen natürlich schon aufgezeigt wurde in Studien, aber wo es leider eben aus Perspektive der Unternehmen, zumindest aus Geschäftsperspektive, nicht sinnvoll ist, das einzustellen. Und deswegen müsste man hier regulieren, gerade wenn es um diese Algorithmen geht. Danke. Ja, da gibt es eine Frage. Ja, bei der Regulation würde ich gerne anschließen. Und zwar, Julia, du hast vorher darüber geredet, dass zwischen Twitter und X sich die Regulation verändert hat, also schlechter geworden ist. Ja. Welche Regulationen waren das genau? Und gibt es andere Regulationen auf anderen Social-Media-Kanälen? Und zwar konkret. Danke. Ja. Also es hat ja insgesamt Jahre gedauert, bis es AktivistInnen und auch JournalistInnen, die auf die Hate-Speech-Probleme hingewiesen haben, auf den großen Plattformen geschafft haben, so viel Druck aufzubauen, dass die Tech-Firmen ihre eigenen Guidelines und Regulierungen eingeführt haben. Und das wurde teilweise jetzt mit X wieder reversiert, weil Elon Musk zum Beispiel einige Accounts wiederhergestellt hat, die davor gesperrt waren oder sogar ganz heruntergenommen wurden. Die sind jetzt wieder aktiv zum Teil, verbreiten zum Beispiel Anti-LGBTQ-Hass zum Teil oder zumindest zum Teil sind sehr stark dabei. Sie wissen zwar zum Teil, wie sie sich an die Grenzen halten, aber zum Teil wird auch wirklich wieder einfach richtig Hate Speech und richtiger Hass verbreitet, der davor auf jeden Fall verboten und sehr schnell gesperrt oder heruntergenommen worden wäre. Und das Gleiche gilt auch für rassistische Accounts oder so White Supremacist Accounts, die zum Teil jetzt wieder online sind, weil natürlich so jemand wie Elon Musk viel stärker die Priorität legt auch auf Freedom of Speech und auch in seiner, ich würde sagen, so in seiner Fan-Community eher so bei den Ultralibertären angesiedelt ist. Und ich denke, das hat auch bewirkt, dass es hier ein bisschen eine Umstellung gab, was die Regulierung intern bei X betrifft. Aber natürlich sind sie offiziell trotzdem noch bemüht darum, Hate Speech zu entfernen. Deswegen ist es auch so, dass man fast nichts mehr sagen darf, wenn man in Thinktanks oder so arbeitet, zum Beispiel einige der Thinktanks in den USA haben ja Berichte herausgegeben, dass Hate Speech angestiegen ist seit Elon Musks Übernahme und wurden jetzt sofort von Elon Musk vor Gericht geführt und zu Defamation angeklagt oder so.
Und das ist natürlich, also zielt auch darauf ab, dass man diese Stimmen delegitimiert, dass man diese Aktivisten versucht, mundtot zu machen, weil man sie damit einschüchtert. Also wir haben einige Beispiele eben von Thinktanks, die jetzt gar nicht mehr sich trauen, die Daten von Twitter, von X zu analysieren. Zusätzlich wurde auch die Analyse erschwert von den Daten, weil die Daten nicht mehr so einfach zugänglich sind, wie es bei Twitter der Fall war. Also weil hier Elon Musk vermutlich auch nicht will, dass man die Daten auf Hate Speech oder andere Elemente untersucht. Deswegen ist es auch für die Forschung schwieriger geworden, überhaupt Kritik zu üben. Danke. Vielleicht noch dazu, ja. Elon Musk hat halt auch einen Großteil der ganzen Moderationsteams rausgeschmissen. Ja. Er wollte einfach Geld sparen, er hat ja keins. Und deshalb, früher hatte Twitter ein verhältnismäßig großes Moderationsteam und auch ein wirklich gut aufgestelltes für, im Vergleich zu anderen Social Networks, Safety-Team. Und Elon Musk hat ja sogar, nachdem er das Ding übernommen hat, quasi den Leiter dieses Security-Teams oder des Safety-Teams, nicht Security, sondern auf seiner eigenen Plattform so angegriffen, dass der sein Haus verkaufen und verlassen musste. Von daher, also man sieht da immer, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und das ist gar nicht, dass sich die regulative Ebene im Sinne von Gesetzgebung stark verändert hätte, sondern einfach die Art und Weise, wie Elon Musk mit seinem neuen Spielzeug umgeht, hat sich radikal verändert. Und wir sehen jetzt, und das wird jetzt in den nächsten Monaten nochmal ganz spannend sein, es gibt ja, für Österreich weiß ich es nicht genau, wie hatte Deutschland, es gibt in Deutschland das sogenannte Netz-DG. Wenn ich halt Social-Media-Anbieter bin, dann muss ich halt bestimmte Inhalte entfernen, wenn die da sind, wenn ich davon Kenntnis gewinne und das auch in einer gewissen Zeit, sonst hagelt es halt Strafen. Und auch im Digital Services Act der EU gibt es halt Strafen, wenn ich eben nicht mein Netzwerk moderiere. Und da gibt es jetzt auch schon auf EU-Ebene erste, man hat schon mal vorsichtig mit einer großen Zahl bei X angeklopft und gesagt, so wenn jetzt hier nicht ganz zeitnah was passiert, dann müssen hier mal ein paar Millionen Strafe gezahlt werden. Das werden wir in diesem Jahr mal sehen, wie sehr die EU bereit ist, das wirklich mal durchzusetzen und ob das in irgendeiner Form zu einem Umdenken bei diesem Psychopathen führt, worauf ich mich nicht verlassen würde. Vielen Dank. Es ist genau 16 Uhr. Eine letzte Frage würde ich noch nehmen. Ist noch eine Hand erhoben irgendwo? Nein. Dann ist das vielleicht auch der Moment, hier auch erstens nochmal vielen Dank nach London an Julia zu schicken und auch einen Applaus an dich nochmal. Vielen, vielen Dank für deinen Einsatz. Ja, danke. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein, auch wenn es nur virtuell war. Toll, auf jeden Fall. Tabea, auch an dich danke und an Jürgen. Wir werden das jetzt auch, denke ich, nochmal weiter mit dem Blick, dass es auch darum geht, einerseits die netzpolitischen Fragen, da gibt es Expertinnen, die dahinter stehen, die diesen Reibungen sich auch aussetzen. Davon haben wir heute im netzpolitischen Abend nochmal mehr. Was ich auch denke, ist, wenn es um die Algorithmen geht, nicht nur auf die menschlichen Schwächen aufzusetzen, sondern auf die menschlichen Fähigkeiten. Also wer von uns hier auch im Raum sich da angesprochen findet, dort anzusetzen, wo der Bias in auch diesen Technologien Anwendungen in den Algorithmen nur dort ansetzt, wo der Negativity Bias oder unser Doomscrolling, unsere Angst, unsere Verwundbarkeit steckt. Es gibt auch unsere menschliche Neugierde. Wir können auch mit unseren Angeboten versuchen, da auch mehr tatsächlich einen Love Loop in Gang zu setzen. Und ich würde schon tatsächlich auch nochmal sagen, es ist noch nicht aufgegeben, ganz im Gegenteil. Wir werden das Ding jetzt auch mal so nicht los, Besen sei es gewesen. Also im Großen und Ganzen, make democracy great. Great again. Vielen, vielen Dank, Jürgen und Tabea auch nochmal. Danke.